Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute die drei Mounts angucken, die wir aus der Operation Mechagon bekommen können. Und zwar ist das die Mechagon 5-Mann-Instanz. Und da zeige ich euch gleich schon mal das erste, das ich mir schon erspielt/erkauft habe. Und zwar ist das das Xivilak Flugfahrbot. Und das ist dieses schicke Ding. Das kann übrigens auch tatsächlich fliegen. Ich bin jetzt aber hier gerade in der Operation Mechagon, deswegen können wir jetzt hier an der Stelle nicht abheben. Was müssen wir dafür tun, dass wir das kriegen? Und zwar kann das durch insgesamt zwei Berufe gebaut werden. Und zwar einmal durch Schmiedekunst und einmal durch Inji. Wir brauchen nämlich jeweils einen Teil von Inji und einen Teil von Schmiedekunst. Und zwar von Schmiedekunst brauchen wir hier das monolithverstärkte Chassis. Und da brauchen wir eigentlich lauter alte Mats, also Monolitherz 75, Platinerz 30. Dann brauchen wir von diesem Fluxus nochmal 20 und Sturmsilbererz brauchen wir auch 65. Die Mats sind nicht das Problem, sondern man muss den Plan quasi einmal gedroppt bekommen. Und zwar von KUJO. Und das ist nämlich der fünfte Boss, nee, falsch, der sechste Boss hier in der Instanz. Das ist der Hund quasi, jetzt hätte ich fast Köter gesagt, den man mittig in der Instanz vorfindet. Der kann das droppen. Die Drop-Chance ist relativ gering. Ich glaube, um die 1% muss es sein. Heißt, dass man diesen Plan kriegt, muss man schon ein bisschen Glück haben. Und das zweite Teil, was wir brauchen, das können wir von einem Ingenieur herstellen lassen. Droppt ebenfalls von KUJO, also von dem Hund. Und zwar ist es der Motor mit Turbolader. Da brauchen wir auch wieder lauter alte Mats. Monolitherz brauchen wir, Stummsilbererz brauchen wir, dann die isolierten Kabel und die Sprengkapsel und zusätzlich brauchen wir hier noch Expulsum und zwar 8 Stück. Die Mattkosten zusammen sind bei beiden, wenn ihr ganz, ganz günstig auf dem Server fahrt, zwischen 5 und 8k würde ich mal sagen. Heißt, wenn ihr das Mount zwischen irgendwas zwischen 10 und 20.000 Gold kauft auf dem Server, dann seid ihr eigentlich relativ günstig. Es kann sein, dass es bei euch jetzt noch auf dem Server relativ teuer ist, liegt einfach daran, dass noch nicht viele Leute diese Rezepte haben und quasi da so ein bisschen Profit rausschlagen wollen. Ich habe mir jetzt hier extra für das Video das Mount gekauft, dass ich es zeigen kann für, ich glaube, 33.000 Gold, ein bisschen teurer, aber dann kann ich euch zumindest eins von den anderen von den Mounts zeigen, denn die anderen beiden habe ich selber noch nicht. Ich kann euch aber erklären, wie ihr sie bekommt. Und zwar schauen wir jetzt hier einmal rein, Mechagon, und dann haben wir noch zwei weitere Mounts. Ein Mount ist der Friedensbewahrer von Mechagon und der droppt einfach von der fliegenden Unterdrückungseinheit JK8 und diese fliegende Unterdrückungseinheit JK8 ist der vierte Boss hier in der Instanz. Dafür müsst ihr die anderen drei Bosse töten und dann könnt ihr erst zum vierten, heißt, wenn ihr nur dieses Mount farmen wollt, müsst ihr vier Bosse in der Instanz töten. Soweit ich das sehe, droppt es sowohl im Normal als auch im Hard Mode bei dem Boss. Es ist nicht bekannt, ob es im Hard Mode besser als im Normal Mode droppt. Von dem her gibt es da noch zu wenig Daten. Auf WoW Head haben wir im Moment eine Drop-Chance von 0,3%, was sehr low ist. Es sind aber noch nicht viele Daten da. Dementsprechend schätze ich mal, dass es dennoch etwa auf 1% wie die meisten Dungeon-Mobs ja, von der Drop-Rate sein wird. Heißt, das ist ein Mount, was man definitiv ein paar Mal abfarmen muss. Die ersten vier Bosse sind jetzt nicht so krass. Ich denke, mit dem einen oder anderen Twink mit 400 plus Item-Level wird man das ganz gut farmen können. Und dann kommen wir zum letzten Mob, wo beziehungsweise Mount, wo jetzt vielleicht das ein bisschen schwieriger wird. Geben wir hier wieder Mechagon ein, so rum. Und zwar haben wir da die Lufteinheit R21-1. Beziehungsweise Schrägstrich X und die droppt bei König Mechagon. Die droppt aber nicht ganz normal bei König Mechagon. Und zwar, diese droppt nur, wenn man alle Bosse, die man im Hard Mode spielen kann, auch im Hard Mode spielt in der Instanz. Hier funktioniert es ähnlich wie in Uldur. Man muss bestimmte Aktivitäten bei den Bossen machen, dass man dementsprechend die Hard Modes triggert. Und wenn man alle Hardmodes getriggert hat, beziehungsweise dann auch den Endboss im Hard Mode bezwungen hat, bekommt ein Spieler in der Gruppe dieses Mount zu 100%. Heißt, wenn ihr eine feste Gruppe seid, müsst ihr 5-mal den Hard Mode durchspielen und habt dieses Mount. Wie der Hard Mode geht, habe ich schon mal ein komplettes Video gemacht. Ich schneide euch das jetzt hier einfach mit rein, wo die komplette Hard Mode Erklärung ist und dann müsstet ihr danach quasi aufgeklärt sein, wie der Hard Mode funktioniert. Gut, was müssen wir jetzt machen? Und zwar schauen wir einmal auf die Map. Wir haben hier nicht bei, also wir müssen bei fast allen Bossen
in der Instanz einen Hard-Mode spielen, den müssen wir extra triggern. Wie funktioniert das jetzt? Wir laufen einmal nach Mechagon rein, clearen erstmal den kompletten Trash weg und töten aber noch keinen Boss. Wichtig ist hier diese fliegende Unterdrückungseinheit, die wird nämlich relevant. Sobald wir den Trash gecleared haben, gehen wir zu dem Boss, der diese fliegende Unterdrückungseinheit rumfliegen hat und spielen diesen Boss. Solange die fliegende Unterdrückungseinheit über diesem Boss ist, haben wir den Hard Mode. Und qua müssen wir den Hard Mode bei diesen drei ersten Bossen spielen. Heißt, wir gehen zum ersten Boss mit der Unterdrückungseinheit, spielen den Boss. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Sobald wir den Boss gelegt haben, fliegt diese Unterdrückungseinheit zum nächsten Boss weiter. Sagen wir mal zu dem da oben, dann spielen wir den als nächstes. Und dann fliegt sie zum letzten, dann spielen wir den als nächstes. Dann haben wir die drei Hard Modes gemacht. Das Einzige, was bei den Bossen dazukommt, sind alle paar Sekunden, ich glaube alle 20, 30 Sekunden, kommen so kleine drei Bots. Und diese drei Bots laufen rum und haben um sich rum eine Void-Fläche und die haut einen Haufen Schaden raus. Da solltet ihr nicht drinstehen. Wenn ihr einen Druid habt, schmeißt ihr mal ein Tanglement drauf, zack, sind die geroutet, dann sind die Bosse fast ganz normal. Das ist der Hardmode bei den ersten drei. Dann geht er zu fliegenden Unterdrückungseinheit weiter, zum vierten Boss, die ja dann erst freigeschalten wird. Und dort spielt ihr auch den Hardmode. Den habt ihr dann automatisch, wenn ihr bei den ersten drei den Hardmode gespielt habt. Der Hardmode bei der fliegenden Unterdrückungseinheit ist quasi das gleiche wie bei den anderen. Es kommen diese Bots, die ja sowieso bei diesem Fight kommen. Bloß hier ist es dann so, dass quasi zusätzlich diese Bots gelinkt sind und so einen Laser haben. Und dementsprechend, kriegt ihr halt einfach ein bisschen Schaden, wenn ihr durch diese Laser durchlauft. Wenn ihr auch wieder den Mass Root vom Druid dabei habt, Mass Entanglement, könnt ihr es ja auch an der Stelle looten. Ihr könnt den Laser einmal durchlaufen. So krass viel Schaden haut das nicht raus. Das zweite, was wir dann haben bei dem Boss, ist dieser goldene Kreis. Und zwar kriegt das ein Spieler ab. Alle anderen stellen sich dann einfach rein, soaken das. Sonst stirbt halt einfach der eine Spieler, der es abbekommt. Das war's eigentlich schon bei den ersten vier Mobs, wo ihr den Hardmode spielt. So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir quasi den fünften Boss. Das sind ist dieser Prügelpanzer. Der hat keinen Hardmode. Den könnt ihr ganz normal spielen. Dann kommen wir zum sechsten Boss, zum K-U-J-O. Und zwar ist es bei diesem Boss so, dass wir einen kleinen Haufen am Anfang von dem Boss anklicken müssen. Und sobald wir diesen Haufen angeklickt haben, starten wir den Hard Mode. Und der Hard Mode ist einfach das, dass nach ein paar Sekunden einen Bewegungseinschränkungs-Buff auf allen Spielern hochsteckt. Und zwar geht der, glaube ich, bis auf 80% hoch und man ist extrem geslowed. Heißt, bei dem Boss muss man ja immer hinter diese Kisten laufen. Wenn man nicht hinter die Kisten läuft, während er seinen Ulti macht, haut er relativ viel Schaden raus und man stirbt einfach. Das wollen wir vermeiden, deswegen rennen wir in die Kisten. Mit diesem Slowbuff wird es wesentlich schwerer. Da muss man viel früher hinter die Kisten laufen, beziehungsweise wenn man draußen stehen bleiben will, extrem harte CD schmeißen, dass man diese Geschichte überlebt. Sonst ist bei dem Hardmode auch nichts großartiges anderes, wirklich nur dieser Slow-Debuff. Dann kommen wir weiter zum siebten Boss. Diesen Gartentypen, da haben wir keinen Hard Mode, da müsst ihr nicht spielen. Und dann haben wir noch den Endboss und dort wird es dann das erste Mal ein bisschen schwieriger. Und da muss man nämlich ein bisschen mit Absprache vorgehen bei der Geschichte. Und zwar das allererste, was ihr machen müsst, ist auf diesen roten Button in der Mitte zu drücken. Damit aktiviert ihr einmal den Hard Mode. Und jetzt seht ihr ja hier am Rand zweimal links und zweimal rechts diese roten Totenköpfe. Und diese Totenköpfe sind hier quasi der Hard Mode. Wie funktioniert das Ganze? Wir spielen den Boss an sich ganz normal runter, bis auf die Tatsache, dass alle 20, 30 Sekunden diese Totenköpfe anfangen in verschiedenen Reihenfolgen zu leuchten. Und in dieser Reihenfolge muss man sie kurz danach auch drücken. Heißt, man braucht vier Spieler, die sich dann zu diesen Totenköpfen hinstellen und die in der richtigen Reihenfolge drücken. Und das muss relativ zügig passieren. Theoretisch kann auch ein Spieler zwei machen, wenn er zum Beispiel ein Charmy ist und so ein Speed-Wolf hat, dass er hin und her läuft, wird aber sehr knapp. Welche vier Spieler machen das? Und zwar, das sollten der Heiler und vier DDs machen. Auch die Melees müssen dann nach hinten laufen und das drücken. Weil wenn das durchkommt bzw. falsch gedrückt wird, dann ist es ein Vibe. Das haut euch instant um, also es tötet euch auf jeden Fall, egal was ihr für ein CD drin habt, egal wie viel Gear ihr habt. Selbst, ich glaube, selbst durch die Bubble tötet das, das einen. Also da ist definitiv Schicht im Schacht. Das erste Mal kommen diese Totenköpfe in der ersten Phase, wenn der Boss einmal abhebt. Dann haben wir den ersten Trigger und dann müssen die Leute am besten da auch schon stehen, beziehungsweise auch schon mal gucken, wie die Reihenfolge ist. Hier seht ihr, fliegt er gerade hoch
Und jetzt geht das hinten schon los. Und für mich als Tank ist es uninteressant, aber ihr habt gesehen, hier sind die in einer bestimmten Reihenfolge aufgeploppt und jetzt müssen die Spieler das drücken und zwar ziemlich, ziemlich schnell. Dann sind sie quasi auch farbig, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Ich kann euch empfehlen, das einzuteilen nach Zahlen, also das erste, also von rechts zum Beispiel anfangen, 1, 2, 3, 4 und dann sagen die Leute im Voice quasi, welches sie gedrückt haben. Es kann dann sein, dass 1, 3, 4, 2 zum Beispiel kommt und in der Reihenfolge muss es dann gedrückt werden. Wichtig ist hier, ihr habt gerade gesehen, im Übergang werden wir 7, 8 Sekunden gestunt. Ihr solltet schauen, dass ihr den Übergang gut timet. Heißt, wenn dann haut ihr den Boss fast runter, bevor die ersten Totenköpfe kommen, wenn ihr so viel Schaden habt. Oder ihr wartet dann auf die zweiten Totenköpfe und tötet ihn dann. Ihn halb runter zu hauen, den Boss, Totenköpfe zu spielen und ihn dann zu finishen, bevor die zweiten kommen, ist ziemlich dumm, weil dann kommen die Totenköpfe, während ihr gestunt seid, ihr könnt sie nicht drücken und sterbt. Das habe ich auch schon bei einer Gruppe erlebt. Eher suboptimal. Ja. Hier in der zweiten Phase kommt das auch. Also sprich, die Spieler müssen auch nach hinten laufen und diese Geschichten drücken. Ich als Tank muss natürlich vorne bleiben, sonst dreht der Boss hier ein bisschen durch, wenn keiner dran steht. Und dementsprechend stelle ich mich hier ganz in die Ecke, dass hier dieser Gigaschock quasi nicht in die Gruppe fällt, weil die Leute können nicht ausweichen, während sie an den Dingern stehen müssen. Und dementsprechend sollte der Tank gucken, dass er das ganz an die Seite dreht, dass die Leute da nicht erwischt werden bei der Geschichte, wenn sie drücken müssen. Heißt, ihr müsst wahrscheinlich in der zweiten Phase 2 bzw. dreimal zurück und auch wieder die Totenköpfe in der richtigen Reihenfolge drücken. Außer der Tank, der hat hier ein leichtes Leben, der spielt einfach ganz normal den Normal-Mode durch. Wenn ihr das soweit alles geschafft habt, dann müsst ihr am Ende nur noch den König einmal umbrezeln, so wie es im Normal-Mode auch ist. Und mehr ist es an der Stelle nicht. Es bedarf halt einiger Kommunikation und Absprache, am besten in einem TS oder anderem Voice, wo ich absprechen könnt. Ich glaube, wenn ihr das ohne macht, ist es fast nicht machbar. Sobald ihr den gelegt habt, bekommt dann ein Spieler das Mount zu 100% und ein Spieler bekommt dann den 430er Kopf, der für viele Klassen auch ein Biss-Item ist. Wie gesagt, bei mir ist es auch relativ gut und dementsprechend lohnt sich hier auf jeden Fall den Hard-Mode anzugehen. Und ihr bekommt, glaube ich, auch zwei Essenzen für euer Epic-Essenz-Token hier aus der Mechagon-Instanz. Ja, das war es soweit der Videoguide zum Hard-Mode. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.